Jo, hallo liebe Leute. Weiter geht's mit den Fishing Planet Boat Series Turnier. Und ja, erste Qualifying habe ich leider nicht geschafft. Da bin ich ja mit Platz 8 aus dem Spiel raus, also beendet. Und am Ende war ich dann nur noch Platz 57. Heute um 16 Uhr war ja die erste Quali erst vorbei. Innerhalb dieser 20 Stunden hat ja jederzeit seine 2 Stunden abzuangeln. Ja, wie gesagt, nur 57. von 822 Spielern ist ein einigermaßen gutes Ergebnis. Hat aber nicht gereicht, um ins Halbfinale zu kommen. Deswegen muss ich jetzt hier in die zweite Quali-Runde. Das ist am Sander Baggersee. Das ist richtig grausam. Weil hier ist es sehr weitläufig und tja, man muss beide Wege fahren, wie gesagt, um den nächsten Spot zu finden. Aber ich werde hier nur 2 Spots befischen. So wie in Michigan auch. Weil hier stundenlang durch die Gegend fahren, habe ich keine Lust zu. Hier werde ich nur mit der Thetis angeln. Thetis 230 mit der Leviathan 10.000, genau, die Braid 03, Titanvorfach 035. Und als Köder hier den X-Series leuchtender holographischer Blinker, 28 Gramm, Raute 4.0. Den bekommt ihr, wenn ihr 30 Tage durchgehend am Emerald Lake bleibt. Wenn die 30 Tage rum sind, bekommt man den als Belohnung. Man darf natürlich zwischendurch nicht abreisen. Muss wirklich durchgehend 30 Tage da bleiben. So, ich gehe jetzt rein in die zweite Quali. Das Zieltor ist, wurde mir gerade angezeigt, irgendwie 200 und entfernt. Man hat 99 Meter. So, anfangen werde ich hier an diesem Spot. Ich vor diesen Kränen. Hier habe ich meine Markierung, wo ich mit der Bootsspitze immer stehe. Und dann habe ich hier den Bereich, den ich abfische. Auch hier wieder Wolke und absolut niedrigsten Luftdruck. Da muss man die Hechte dann schon vom Grund ziehen sozusagen. Und da haben wir den ersten Biss. Vielleicht mal knapp 7 Kilo Trophy. Ist okay. Der war schon zu weit, der Wurf. Gucken, wie weit ich da werfen kann. Ah ja.
Gerade so 65% Auswurf. Da will nichts beißen. Gehen wir mal in die goldene Mitte. Zwischen den beiden Spots. Also besser gesagt zwischen die beiden Markierungen. Und da haben wir den zweiten Biss. Oh, der ist kleiner. 3 Kilo. So, versuchen wir es da nochmal. Im Moment beißen sie hier ganz gut, da werde ich hier auch erstmal bleiben. Aber wieder nur 3 Kilo. Das ist unbefriedigend. Wenn schon kein einzigartigen, dann wenigstens Trophys. Bis. Und bis. Aber die werden immer kleiner, habe ich das Gefühl. 2 Kilo, ne? Ja, wieder ein 3 Kilo. Hier gibt es nur 3 Kilo Fische oder 6 Kilo. Okay. Einmal eine Nullrunde.
Na, will nichts mehr beißen hier. Na, hier will nichts mehr beißen. Doch. Spät, aber er beißt noch. Und wieder nur, jetzt werden sie kleiner hier. Na gut, dann werde ich doch mal jetzt den Spot wechseln. Da ist das Tor am Ende, wo ich hin muss. So, versuchen wir mal hier unser Glück. Und da haben wir wieder einen anständigen, einzigartigen sogar. Sehr schön, erster einzigartige. Mach ich mal schnell ein Bild. Ja, aber mit Licht bitte. So. So, ich will eine Markierung setzen für euch. Die anderen Markierungen zeige ich euch auch gleich noch, die ich eben angeworfen habe und wo ich gestanden habe mit dem Boot. Das sind die ersten Markierungen. Da stehe ich mit dem Boot. Das ist die 929,61 zu minus 1104,09. Das ist die Markierung, wo ich den Trophy gefangen habe. Und den mit knapp 7 Kilo. Da habe ich sogar einen mit über 7 Kilo gefangen, als ich die Markierung gesetzt habe.
Das ist die 965,51 zu minus 1052,05. Und da habe ich den einzigartigen gezogen mit 900, bei der Markierung 967,68 zu minus 1079,15. So, und dann kommen wir hier jetzt zu dieser Markierung. Achso, habe ich noch nicht gesetzt, genau. So, das ist diese. Die 492,04 zu 408,59. Das ist vom Bootssteg aus ein ganz schönes Stück hier. So runter habt ihr ja gesehen, wie ich gefahren bin eben. Und dann hier auf der rechten Seite. Und wenn man hier entgegengesetzt natürlich, wenn man hier auf dem Boot hier runterfährt, ist es die linke Seite. Ne? So, und jetzt habe ich eine ganze Ingame-Stunde schon Aufnahme laufen. Das ist gar nicht gut. Wollte ich gar nicht. Das heißt, ich werde diesmal ja, in der Mitte mich nicht melden, sondern zum Ende hin nochmal die letzte Ingame-Stunde nochmal präsentieren. Und oh, deswegen gehe ich jetzt in die Pause. Bis später. Ja, Leute. Lief nicht so gut heute wie gestern. Und das ist bisher das Ergebnis. Drei einzigartige. Zwei mit 11 Kilo, einer mit 10. Den mit 10, den ersten habt ihr ja gesehen. Danach werden noch zwei mit 11 Kilo gefangen. Eins, zwei, drei. Drei einzigartige, drei Trophys. Und vier normale. Ich gerne noch ein Trophys tauschen würde, aber das wird wohl nichts mehr in der letzten Ingame-Stunde. Bin mal gerade auf 66,8 Kilo. Ja, die ersten haben 112 Kilo. Das heißt 11,2 Kilo. Oh, die haben alle fünf in den Top 5 haben 10 einzigartige gefangen. Und wenn das nicht geschummelt ist, ich weiß nicht. Ohne Schummeln kann man das gar nicht schaffen. Irgendwie haben die einen Cheat oder ein Hack oder irgendwas am Laufen. Ich hoffe, dass Fishing Planet das nochmal richtig in den Griff kriegt hier. Diesen Schummelfritzen. Mit Glück hat man hier drei, vier, allerhöchstens fünf einzigartige. Aber nicht 10. Unmöglich. Das sind auch wieder die üblichen Verdächtigen hier. LSP am Anfang. Und dann TNT am Anfang. Komma 3, ja, noch mal knapp 100, genau, nicht mal 60 Gramm, 57 Gramm ganz genau verbessert. Einfach nur lächerlich.
Frag mich, wo meine Markierungen geblieben sind. Ich sehe meine Markierungen. Ah, da ist sie. Alles klar. Die sind kaum noch zu sehen hier bei dem Wetter. Viel zu dunkel. Neblig auch noch. Sieht man seine eigene Markierung nicht mehr. So, wo ist die dritte Markierung? Ich habe jetzt hier zwischendurch noch mal hier weiter rechts noch mal eine gesetzt. Da ist sie. Da habe ich nämlich auch noch mal einen Tropfi gefangen. Ja. Oh, komischer Fehlwurf, der hing ja eigentlich schon, aber trotz des Anschlagens irgendwie konnte er nochmal vom Haken flutschen. So komische Fehlwürfe hatte ich heute schon ganz viele. Einen konnte ich dabei sogar noch retten. Habe ich einfach durchgekurbelt und nochmal zwei, dreimal angeschlagen und nochmal mit der Körperdrehung nochmal weiter reingezogen und plötzlich hing er richtig. Dann sieht es ja daran, dass der Köder dann rechts oben nicht mehr angezeigt wird. Also nicht der ganz oben rechts, sondern hier die Köderführung da, dieses weiß-rote mit dem Haken hinten dran. Wenn das noch angezeigt wird, hat der Biss noch nicht richtig gesessen. Ne, das wird hier heute nichts. Platz 52, das kann ich abschminken. Aber habe ich auch schon gewusst hier, Sonderbaggersee, dass das nichts wird. Einzige deutsche Gewässer im ganzen Spiel und ein Gewässer, was nicht viel taugt. Hier geht nicht viel. Auch keine besonders guten Fische vorhanden. Nichts, was man woanders nicht besser fangen könnte.
Aber doch, einen einzigen, besser gesagt, zwei Special-Fische gibt es hier, die es sonst nirgends gibt, die man bis einzigartig fangen kann. Das ist der Silber- und der Marmorkarpfen. Ansonsten ist hier alles nur, was man woanders auffangen kann. Und besser, schneller, erfolgreicher. Die ganzen anderen Karpfen gehen ja hier nur bis Trophy. Dann lieber zum Whipping Willow, da gibt es sie bis einzigartig. Hechte kann man in Michigan besser fangen als hier. Habt ihr ja gestern gesehen, da Muskies und Hecht. Hat man sogar noch die Wahl, hier hat man nur den Hecht. Thunder kann man in Michigan auch besser fangen als hier. 2,9, mal richtig Verarschung zwischendurch. Bestimmt mir gar nichts bringt, da habe ich jede Menge von gefangen mit diesen zwischen 2 und 3 Kilo, nachdem der Kescher dann mit den 10 Fischen gefüllt war, die man haben darf. Ab da wird er dann ausgetauscht gegen bessere. Da habe ich dann fast nur noch Fische mit 2 Kilo und gefangen. Kaum noch welche mit 3 oder größer. Wie gesagt, noch zwei Trophys seitdem. Und einen einzigartigen. Sonst nur 2 Kilo Fische. Und den einen 3 Kilo Fisch, den ich da gerade ausgetauscht hatte. Im Video jetzt hier zuletzt. Aber jede Menge 2 Kilo. Fünf Minuten noch. Dann hat der Spaß ein Ende und wieder ein Fehlbiss. Aber diesmal nur so einen ganz kurzen. Da war noch einmal ganz kurz dran. Und hat sofort wieder losgelassen, bevor ich anschlagen konnte. Und noch nicht mal ein blauer Ausschlag da. War nur ein kurzer Ruck. Eine Zehntelsekunde. Die letzten, ja stimmt, die letzten 5 Minuten, aber das Ziel ist hier vorne. Ich kann noch ein bisschen. Da hat noch einer nochmal einen einzigartigen gefangen, aber der hat wahrscheinlich später angefangen. Tatsächlich noch mal ein Biss. Und der könnte über 3 Kilo haben. Oder auch nicht. Sehen wir gleich. 2,9 oder? Ne, 2,6 sogar nur. Geht wieder weiter mit der Verarschung.
ein ganz kleiner. 2,2, wenn überhaupt. Vielleicht sogar nur 1,9. Und 2,3. So, jetzt kommen nur noch Verarschungsfische. Da wird nichts mehr Großes beißen. Mir dann eigentlich auch schon ziemlich egal, ob ich da ins Ziel komme oder nicht. Ob die Fische gewertet werden oder nicht. Völlig Banane. Der letzte Auswurf. Und der letzte Fisch. Da muss ich mich langsam Richtung Ziel begeben. War eigentlich egal, ob ich dahin fahre oder nicht, aber ich werde es trotzdem vernünftig abschließen hier, das Ganze. Oh, nochmal ein 3,7. Sind nochmal 400 Gramm, noch nicht ganz. 300 und ein paar zerquetschte Gramm. Na komm. Dann fahren wir mal ins Ziel, ne? Ja, 33 Fische gefangen, wovon ja nur 10 zählen. Und vielleicht 13 über 3 Kilo hatten und 20 Stück. Wie gesagt, nur so 2 Kilo Fische. Tja. Da muss ich wohl beim nächsten Mal noch, also morgen, hier noch mit ran. Am Delta, San Joaquin Delta. Da geht es dann um Stahlkopfforelle, Streifenbarsch, Königslachs. Da kann man nur hoffen, dass man hier mal einen großen Trophy Königslachs bekommt und Trophy einzigartige Streifenbarsche und vielleicht noch einen einzigartigen Stahlkopf. Also besser gesagt, die muss man haben, wenn man vorne mit dabei sein will. Okay, Leute, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.